Mhm. Du bist ein braver Junge. Ja. Sensei Ishikawa's Dojo. Hier gab es einen Kampf. Ich sehe mich mal um. Getrocknetes Blut. Der Kampf ist länger her. Jemand wurde verwundet. Der Pfeil wurde entfernt. Blutige Fußspuren. Das Opfer oder der Angreifer? Vielleicht ist der Sensei in seinem Haus. Hör. Ein bescheidenes Heim für einen Samurai. Bleibt stehen! Sensei Ishikawa. Fürst Sakais Sohn. Ihr habt Komoda überlebt. Euer Bogen hätte uns genützt. Ich war auf dem Weg, als Banditen mich angriffen. Erwartet ihr, dass sie wiederkommen? Ein Samurai lässt sich nicht überrumpeln. Mein Beileid wegen Fürst Shimura. Er war ein guter Mann. Er lebt. Als Gefangener der Mongolen. Dann ist noch Hoffnung. Deswegen bin ich hergekommen. Helft mir, ihn zu retten. Ich kann nicht. Mein Lehrling wird vermisst. Geschickt den Bogen schießen. Ich suche mit euch.
Und ihr beide helft mir, Fürst Shimura zu retten. Dann strengt euch an, Sakai. Wer hat Komoda sonst noch überlebt? Das weiß niemand. Gibt es noch andere, die kämpfen können? Außer uns? Das weiß ich noch nicht. Dann findet es schnell heraus. Allein können wir euren Onkel nicht befreien. Ich kann helfen, euren Schüler zu finden. Ich kann Tomoe auch allein finden. Tomoe? Meine Frau? Aus welchem Clan? Kein Clan. Eine Bäuerin. Doch sie schießt besser als jeder Samurai. Selbst als ihr, Sakai. Unsere letzte Begegnung ist 10 Jahre her. Ihr kamt als Schüler zu mir. Ihr erinnert euch? Ich erinnere mich fast an alle, die ich ablehne. Stattdessen nahmt ihr Tomoe als Schülerin auf. Ihr hattet Talent. Tomoe ist ein Wunderkind. Mongolen, greift an! Hier bin ich! Sie kämpfen wie betrunkene Tanuki. In Komoda kämpfen sie gut genug. Selbst ein Tanuki fängt einen schlafenden Tiger. Tomoes Spur geht hier weiter. Kommt! Die Mongolen haben vor Nakayama. Bestimmt kam die Patrouille von dort. Nicht weit von den heißen Quellen. Die Stadt wird als nächstes fallen. Hier ist etwas passiert. Ein Hinterhalt. Seht euch um. Blut. Aber nicht viel. Dann starb niemand. Ein japanischer Köcher. Ein Geschenk für meinen besten Schüler. Reis und Hirse. Unberührt. Ein Überraschungsangriff. Ich fürchte Schlimmes. Tomoe hätte diesen Köcher nie zurückgelassen. Es sei denn, sie wurde verfolgt. Oder gefangen. Wozu? Verhöre, Folter oder Schlimmeres. Dasselbe tun sie vielleicht Fürst Shimura an. Angst ist eine Waffe, Sakai. Lasst die Mongolen sie nicht gegen euch richten. Eure Schülerin, wohin würden sie sie bringen? Vor Nakayama. Das Fort ist ganz nah. Ich hätte mit euch in Komoda kämpfen sollen. Es war besser so. Dort starben genug. Wieso verloren die Samurai? Die Mongolen kämpften wie Tiere. Falsche Antwort. Ich sah es mit eigenen Augen. Ein Schütze zielt nicht mit den Augen, sondern mit Körper, Wille und Geist. Warte kurz. Wir müssen reden. Was ist los, Sensei?
Dieser Bogen war ein Geschenk von Fürst Nagao vor langer Zeit. Eine beeindruckende Waffe. Aber natürlich. Und es gibt nichts Schmerzhafteres als ein perfekter Bogen in plumpen Händen. Dann ist es gut, dass ihr ihn mir gebt. Wer sagte etwas von geben? Beweist, dass ihr gut schießt. Und ich borge ihn euch. Testet ihn, bevor wir in die Schlacht ziehen. Zielt auf die Lampe, die uns am nächsten ist. Gut. Jetzt auf die etwas weiter entfernte. Links. Nicht schlecht. Mal sehen, ob ihr auch die ganz hinten trefft. Je ferner das Ziel, desto mehr sinkt euer Pfeil. Wie fühlt er sich an? Wie für mich gemacht. War er aber nicht. Also gebt gut darauf Acht. Gehen wir. Ein solcher Bogen hat uns in Komoda gefehlt. Es ist ein guter Bogen. Doch nicht Waffen erringen Siege, sondern Krieger. Ihr kennt die mongolischen Feuerwaffen nicht. Und sie haben noch nicht gesiegt. Vor Nakayama. Hoffentlich ist eure Schülerin dort drin. Von dort oben können wir ihre Abwehr besser sehen. Diese Stelle ist perfekt. Ich schleiche rein und öffne das Tor. Dann schlagen wir zu. Stürmt er immer mit halboffenem Hakama in den Kampf? Habt ihr eine bessere Idee? Geduld, Sakai. Die Mongolen werden einen Suchtrupp nach der Patrouille entsenden. Wenn die Tore aufgehen, schlagen wir zu. Je länger wir warten, desto länger ist Tomoe in Gefahr. Sie kommt schon zurecht. Betrachtet das Schlachtfeld. Was können wir zu unserem Vorteil nutzen? Hornissennester. Ein Schuss dürfte sie aufscheuchen. So bekommen die Mongolen Insektenstiche und Pfeile ab. Diese Fässer könnten Schaden anrichten. Wir werden sehen. Ein Pfeil in diese Hängelampen und es sprühen Funken. Die Feuer entfachen. Sie haben viele Schützen. Sie sind gut, aber wir sind besser. Wenn die Tore aufgehen, lenkt den Feind ab und lasst Pfeile auf ihn regnen. Dann stürmen wir das vor und befreien Tomoe. Gut. Jetzt warten wir. Sie öffnen die Tore. Wartet auf mein Signal. Machen. Jetzt schickt sie zu ihren Vorfahren. Sind noch mehr. Nicht mehr lange. Suchen wir Tomoe. Ah!
den Doktor von dir! Tote Gefangene. Gefesselt. Mit Pfeilen getötet. Tomoe ist nicht... Wartet. Dieser Anhänger gehört ihr. Vordurchsuchen! Das sind japanische Pfeile. Das sind Tomoes Pfeile. Seid ihr sicher? Diese Kerbe aus Hirschgeweih, das lehrte ich sie. Und diese geschwungenen Seeadlerfedern. Dann nahmen die Mongolen ihr die Waffen ab. Die Schüsse sind eng beieinander. Kein Mongole schießt japanische Pfeile so geschickt. Dann ließen sie sie einen Bogen benutzen. Eine Schriftrolle. Bogenkunstbegriffe ins Mongolische übersetzt. Euer Name wird erwähnt. Sie hat meinen Weg des Bogens gelehrt. Jemandes
Privatquartier. Ein Frauenkimono. Tomoes Kimono. Sie haben sie freigelassen. Wieso? Hört ihr das? Ein Überlebender. Hilfe! Bitte! So kalt! Wir suchen nach einer Frau, einer Schützin. Die Mongolen sperrten sie mit uns ein. Dann ließen sie sie frei, gaben ihr Rüstung und Bogen. Sie tötete meine Frau und die anderen. Die Toten von vorhin. Sie demonstrierte dem Feind ihr Können. Und er hat sie rekrutiert. Bitte. Es tut so weh. Lasst mich nicht zurück. Ich habe genug gesehen. Gehen wir. Hätte sie töten sollen. Sensei? Tomoe hat ihre Freiheit erkämpft und hilft jetzt den Mongolen. Wieso tut sie das? Was ist passiert? Ich habe sie zu sehr gedrängt. Wie gedrängt? Was verheimlicht ihr? Sensei! Ich verlange eine Antwort. Sie griff mich an. Nicht die Banditen. Tomoe. Wieso? Sie begreift nicht, was es heißt, Samurai zu sein. Euretwegen wählte sie die Mongolen. Verurteilt mich nicht. Lügt mich nicht an. Ich darf Tomoe, den Feind, nicht meinen Weg des Bogens lehren lassen. Dann halten wir sie auf. Das ist mein Kampf. Ich brauche eure Waffen nicht. Nein, ihr braucht mich. Es sind Krieger, die Siege erringen. Nicht Waffen. Fürst Shimura hat euch gut gelehrt. Wir jagen Tomoe gemeinsam, aber auf meine Art. Und wenn die Zeit kommt, werdet ihr mir helfen, meinen Onkel zu retten. Ihr habt mein Wort, Sakai. Ich bereite mich auf die Jagd vor. Wenn ihr so weit seid, kommt zum Dojo. Allein retten wir meinen Onkel nicht. Es müssen sich uns noch mehr anschließen. Findet Fürstin Masako Adachi. Falls sie noch lebt. Sie gehört zu den besten Kriegern der Insel. Sind überall. In einem Kampf umzingeln sie mich wie Wölfe. Ich brauche neue Wege, sie mir vom Leib zu halten. Eine ausbalancierte Klinge kann ich werfen und einen Gegner überrumpeln und erledigen.
mich jemand? Los jetzt! Seid tapfer, Banta! Wir retten dich, mein Junge! Hört auf, ihr Bestien! Mein Herr! Sie belagern die Brücke! Sprecht, wir waren auf der Flucht in Tsiyoshi-Heilbad. Die Brücke sah sicher aus, doch die Mongolen lauerten in der Schlucht. Sie schossen von unten auf uns. Jemand ist verletzt. Banta! Der Sohn meines Bruders! Sie benutzen ihn als Köder. Eure Familie soll sich von der Brücke fernhalten. Ich beende das. Noch mehr.
Tenkwen! Dosho! Zeigt mir, was ihr könnt! Wusho! Dojo! Dojo! Hasha Yamcho! Das waren dann alle. Jetzt zu dem Jungen. Sie schießen nicht mehr! Es ist vorbei. Geh zu deiner Familie. Hab Dank, mein Herr! Die Brücke ist sicher! Die Mongolen sind fort. Haben sie geschrien? Kümmert euch nicht um ihr Leid. Bringt eure Familie zum Miyoshi-Heilbad. Die Straßen sind gefährlich. Jawohl. Danke.